Der ID. Space Vision kommt als ID. 7 Tourer auf die Straße. Und neben mir steht er auch schon, naja, zumindest der Prototyp. Also ein bisschen was müssen wir uns noch gedulden. Aber schon nächstes Jahr, 2024, soll dann das Serienmodell kommen. Zeit uns also erstmal den Prototypen hier anzuschauen. Das ist der erste Elektrokombi von VW. Und da frage ich mich natürlich, wie kann der hier im Vergleich zum Passat punkten? Man sieht schon hier, das Wetter ist nicht allzu dolle, deswegen lasst uns einen schnellen Rundgang einmal um das Fahrzeug machen. Wir haben hier noch eine Beklebung, die sich Indian Summer nennt. Hinten sieht man so ein bisschen Wälder, ein bisschen so an den kanadischen Herbst angelehnt und eine QR-Code-Optik, denn das soll einfach dieses Digitale und das Reale kombinieren. Hinten ist auch ein QR-Code, den man scannen kann für Fahrzeuginformationen. Typisch VW-Designsprache haben wir jetzt hier diese durchgehende Leuchtleiste. Sieht man hier vorne. Und was ich noch hier verraten kann, ist, dass wir hier unten in der Lüftung Klappen haben, die eben nach Bedarf öffnen, wenn das Fahrzeug eben Kühlung bedarf und sonst geschlossen sind, was natürlich zu einer besseren Aerodynamik führt. Gehen wir einmal ein Stückchen weiter rum. Bei der Limousine kann ich schon verraten, dass sie knapp 5 Meter lang ist und einen knapp 3 Meter langen Radstand hat. Hier wird es eine ganz ähnliche Dimension sein. Was hier natürlich direkt auffällt, ist, dass wir eine Dachreling hier oben haben, damit man eben auch einen Dachträger oben befestigen kann. Ein ordentliches Heck, das macht ein Kombi aus. Hier hinten ist die Leuchtengrafik noch ein bisschen beklebt. Ich bin mir aber auch hier sicher, dass man sehr viel von der Limousine ableiten kann. Ebenfalls von der Limousine ableiten könnte ich zum Beispiel, dass der Wagen hier mit einer Anhängerkupplung kommen könnte. Im Fall der Limousine sind es eine Anhängelast, gebremst von 1200 Kilogramm und eine Stützlast von 75 Kilogramm. Würde ich jetzt bei dem hier genauso vermuten. Eine Zahl, die ich aber wirklich schon weiß, ist das Kofferraumvolumen. Das beträgt nämlich 545 bis 1714 Liter und hat eine Ladefläche von knapp 2 Metern. Das ist jetzt ein bisschen weniger als jetzt bei einem Passat, der hat nämlich bis zu 1780 Liter. Aber trotzdem muss ich sagen, für einen elektrischen Kombi ist das doch ein ganz netter Wert. Ein Vorteil, den man bei ihm hier natürlich ebenfalls hat, und das ist jetzt nur eine Spekulation, weil wir nicht in den Innenraum gucken können, ist es mehr an Platz. Denn wir haben ja zum Beispiel so Sachen wie einen Kardamtunnel nicht. Dadurch, dass wir einen Elektroantrieb haben, haben wir eine geringe Geräuschkulisse. Also da dürfte es deutlich komfortabler im Inneren zugehen. Und auch da würde ich sagen, kann man ganz viel von der Limousine ableiten. Also vielleicht einfach mal in unser Video zum ID.7 als Limousine reingucken. Und ich denke, da kann man schon ziemlich viel vorwegnehmen. Ansonsten müssen wir noch ein bisschen warten, bis es dann zur offiziellen Premiere von diesem Fahrzeug hier kommt. Die technischen Daten, die sind natürlich auch immer ein wichtiger Punkt. Und auch hier kann ich jetzt erstmal nur auf Daten des ID.7 als Limousine zurückgreifen. Für die Basis wird er hier genauso als Pro starten. Das heißt, wir haben den 77 Kilowattstunden Akku. Es wird aber auch noch die Pro S Variante mit dem 86 Kilowattstunden großen Akku geben. Jetzt würde ich auch davon ausgehen, dass die Reichweiten recht ähnlich sind. Die Limousine mit dem kleinen Akku bis 621 Kilometer, mit dem großen bis 700 Kilometer. Er hier hat aber einen minimal schlechteren CW-Wert. Er hier kommt auf 0,24 und das bedeutet etwas weniger Reichweite. Also er wird ein bisschen weniger haben. Was natürlich jetzt auch noch eine spannende Frage ist, ist der Preis. So ein Passat als Variant, der lag bei gut 40.000 Euro. Die ID.7 Limousine startet bei rund 57.000 Euro. Und bekanntermaßen ist so ein Kombi ja immer ein wenig teurer. Deswegen würde ich bei ihm jetzt von so vielleicht 60.000 Euro ausgehen. Das bleibt aber noch ein wenig abzuwarten. Das ist jetzt reine Spekulation. Worauf ich mich aber schon sehr freue, sind die ersten Vergleichstests, wenn dann die fertigen Testwagen auf der Straße rollen. Vor allen Dingen mit einem Kontrahenten wie zum Beispiel dem Neo ET5 oder zum Beispiel, wenn dann auch nächstes Jahr endlich der BMW i5 als Touring kommt. Ich denke, das könnte ganz spannend werden. Ihr könnt uns auf jeden Fall erstmal verraten, wie euer erster Eindruck hier zum VW ID.7 Tourer ist. Zumindest auf YouTube unten in den Kommentaren. Und dann sehen wir uns hoffentlich nächstes Mal wieder.